So good, baby, baby. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr habt eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir sind in dieser Woche Zugezogen Maskulin zu Gast. Die beiden haben gerade ihr neues Album 10 Jahre Abfuck veröffentlicht und darüber spreche ich mit den beiden eigentlich so gut wie gar nicht. Stattdessen reden wir ein bisschen über die Promophase, die die beiden gerade hinter sich gebracht haben. Es geht darum, immer wieder die gleichen Antworten zu geben und trotzdem falsche Zitate in den Mund gelegt zu bekommen. Wir reden über Rap-Journalismus, es geht um das Hochstapler-Syndrom, aber auch um überambitionierte Fahrlehrer, Essen im Grill Royal, befremdliche Rap-Texte. Natürlich geht es auch um Normies und Horror-Clowns. Wir sprechen über Max Cameo, Joe Rogan und Mediensucht. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von All Good zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Na Moment, jetzt muss ich noch mal kurz fragen, weil ich es wieder vergessen habe. Mit welchen Namen soll ich euch jetzt ansprechen hier in der Öffentlichkeit? Mit dem Künstlernamen oder mit dem bürgerlichen Namen? Lord Joker. Ja, ich glaube hier von mir aus, dann sonst ist es glaube ich so durcheinander, kannst du auch Moritz sagen, oder? Ich finde es voll angenehm, bürgerlichen Namen, also ja, gern Hendrik. Okay, gut, hätten wir das auch geklärt. Wie geht's euch? Gut, ich bin quasi in den letzten Zügen meines großen Projektes, endlich Führerschein zu machen. Mhm. Und habe heute schön 4 Stunden Autobahnfahrt Richtung Magdeburg hinter mir. Ich habe so einen Fahrlehrer mit sehr großem Sendungsbewusstsein, der dann vor dem McDonald's, wo wir Pause gemacht haben, hat er mich dann den Kofferraum, die Motorhaube auf und wo man Ölstand wechselt, dann hat er so Leute ins Gespräch mit reingeholt irgendwie, dann hat er so einen Bundeswehrtypen angequatscht, ob er dem nicht, ob ich da an seinem Auto mal den Ölstand wechseln soll und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall, da dachte ich mir, ja, gutes Training fürs Leben in der Öffentlichkeit. Aber ansonsten, ja, geht's mir gut. Ja, schön. Mir auch. Also der große Albumstress, der ist jetzt durch. Und jetzt wird es langsam weniger. Die paar letzten Interviews haben wir jetzt noch. Und schön eigentlich, dass wir uns jetzt so treffen. Ne? Also wir haben ja das vorher schon gemacht, aber da hatte ich auch das Gefühl, okay, es sind jetzt so viele Interviews, in denen jetzt immer dasselbe erzählt wird und ich merke selber schon wieder, wie es immer hohler wird. Und vielleicht ja auch interessanter, mal so ein After-Release-Talk zu machen. Ja, tatsächlich muss man sagen, meine Frau ist der einzige Mensch außer euch, der diesen Podcast gehört hat, den wir da schon aufgenommen hatten. Sie fand ihn sehr gut, auch wenn wir da im Grunde über das Gleiche gesprochen haben, wie ihr in allen anderen Interviews eigentlich auch. Kam euch das dann selber irgendwann auch so vor oder kommt einem das generell immer so vor, wenn man in diesen Promophasen ist, dass man irgendwann so am dritten Tag sich nur noch gegenseitig anguckt und denkt, fuck, Alter, das habe ich jetzt schon zum 5. Mal erzählt? Ja, voll. Also es wird dann auch immer richtig weird, wenn ich dann anfange, Sachen, die Hendrik schon irgendwie gut durchformuliert hat, dann nochmal selber zu adaptieren. Das kenne ich auch noch. Das ist dann so der Spezialmove. Und es fällt mir ja auch, ich gucke mir ja auch immer nochmal ganz gerne irgendwie Promophasen von anderen Rappern an. Und es fällt mir auch bei allen anderen Menschen irgendwie auf. Also Never Forget die große Materia, wie hieß das, Rockville-Promophase. Da konnte ich das immer ist ihm ja, ich kenne das ja genauso, aber dieses Jo, Angeln ist wie Koksen, gibt viele, viele Leute aus dem Knast, die jetzt angeln gehen und so weiter und so fort. Da dachte ich mir, ja krass, da kannst du einfach die Uhr nachstellen, dass das bald fallen wird. Ja, aber ich glaube, das ist auch dieses Bedürfnis, okay, ich habe jetzt ein Album gemacht, ich bringe das Album raus und ich will zu dem Album was erzählen. Und das macht auch am Anfang richtig Spaß, okay, ich krieg kluge Fragen gestellt, vielleicht bekomme ich durch ein Interview auch noch auf Gedanken, also die der Interviewer in mir so, einen Schatz, den der Interviewer in mir so hervorholt erst und
Und das nimmt halt dann zunehmend ab und auch dieses Bedürfnis, dieses, oh, ich bin hier jetzt richtig, ich bin so schwanger mit den Inhalten, die ich jetzt hier noch verbreiten will. Und dann von Interview zu Interview merken, okay, ja, ich bin jetzt satt, mein Bedürfnis, darüber zu reden, ist gestillt, die Geschichte ist erzählt, ich erzähle die gleiche Geschichte jetzt immer wieder und wieder und merk einfach, okay, gut, von mir aus, wenn es jetzt nicht für die Albumverkäufe wäre, müsste ich das jetzt nicht mehr machen, ich habe keinen Bock mehr. Aber sag dann, okay, gut, ja, ich kann jetzt auch noch die Woche durchziehen und das nehme ich noch mit und das nehme ich noch mit, weil habe natürlich auch Bock, dass, weiß ich nicht, dass ein paar Leute mehr das mitbekommen. Oder vielleicht sind ja auch noch ein paar Sachen, die dann noch spannend sind. So. Aber ja, das Bedürfnis, darüber zu sprechen, ist eigentlich schnell gedeckt. Ja, ich weiß auch immer nicht so genau. Einerseits denke ich mir, es wird ja kaum jemanden geben, der sich all diese Interviews anschaut, anhört, durchliest. Insofern ist es gar nicht so schlimm, wenn man im Grunde in jedem Interview was Ähnliches erzählt. Aber dann merke ich dann so, wenn Leute in Kommentaren auch schreiben, ah, hier hat er wieder das erzählt, wie im Splashmack-Interview oder was auch immer, dann denke ich mir halt so, okay, es gibt offensichtlich doch Menschen, die sich das alles geben, was man da sozusagen in so einer Promophase irgendwie von sich gibt. Ja, selbst schuld. plus... Das ist halt so, wie wenn man aus dem Urlaub wiederkommt oder wenn man irgendwas Besonderes erlebt hat und dann die ersten drei Leute, denen man es erzählt, da ist noch so ganz frisch und dann macht es richtig Spaß, darüber zu reden. Und bei der 10. Person, die dann ankommt und noch fragt, ja, und wie war es denn eigentlich im Urlaub, dann da hat man schon selber keinen Bock mehr und dann spult man noch irgendwie so ein Theaterprogramm ab oder sagt irgendwann, ja, halt die Fresse, hab keinen Bock, darüber zu reden. Ja, bei mir triggert das dann immer irgendwie, dass ich so sehr schnell sehr genervt bin und dann auch so ungeduldig reagiere, mich dann aber wieder so zusammenreiße. Ich muss auch sagen, als wir das Gespräch geführt haben, habe ich mich auch 5-mal geärgert, weil irgendwie dachte ich mir, ich hätte besonders geistreiche Fragen oder Themenschwerpunkte mir ausgedacht. Und dann habe ich, nachdem sozusagen wir das aufgenommen haben, angefangen, die Podcasts und die Interviews zu hören und zu lesen und anzugucken und so. Und dann war ich so, ja, okay, alles klar. Es unterscheidet sich jetzt auch nicht groß von dem, was die anderen so mit den beiden gemacht haben. Und das ist ja immer, ich weiß auch gar nicht genau, ob das so gesund ist, immer diesen Anspruch zu haben, etwas besonders Geiles da irgendwie auf den Weg zu bringen. Da stehe ich mir, glaube ich, manchmal auch selber im Weg irgendwie. Ja, also ich habe das auch schon erlebt, dass Interviews, die irgendwie, also ne, weiß was ich, wir haben schon so geistesgestörte Interviews mit irgendwelchen, ich weiß nicht mehr, wie die hießen da, in Pinneberg oder wohl bei diesem Acker-Festival, diese Total-Freaks. Was haben die nochmal gefragt? Aber nie erschienen ist. Ja, das nie erschienen ist. So. Ich meine, es gibt so solche Perlen an da, dass ich da auf einmal so weirde Synergieeffekte irgendwie. Es gab doch auch die einen, die dann gefragt haben, zeigt Penis den Mädchen. Warum immer solche Sachen? Und ja, ja. So. Ja, das war in Kassel. Ah, okay. Das war irgend so ein Hochschulzeitung oder so, da müssten eigentlich eh immer schon alle Alarmglocken schrillen. Und das ging dann schon los mit, ja, du kommst aus Stralsund, ne? Jo, das ist AfD-Gebiet, oder? und dann so, ja, und auf dem Song Plattenbau und wir werfen mit Matsch und zeigen Penis den Mädchen. Warum müssen immer so asoziale Texte sein? Und ja, keine Ahnung, irgendwie war es ein bisschen was anstrengend. Da war noch mehr und es war dann einfach nur anstrengend. Geil ist aber auch, habt ihr oder würdet ihr, nee, warte mal, wozu habt ihr zuletzt gefickt oder irgendwie so? Oder irgendwie, so. Wenn das immer so dolle, so vulgäre, ja, ja. Wenn so Medien so mangelnde Relevanz mit Frechheit und mit Unverschämtheit wettmachen wollen. Das ist eigentlich immer die beste Kombi. Ja, das ist so typisch aus so einem Festival, wo mich schon so in so einem aufgeheizten Container so drei Augenpaare schon so gierig anschauen und ich weiß, oh, jetzt wird sie da richtig belasten, jetzt kommen wieder so unverschämte Fragen irgendwie, aber die das so kultig abfeiern, ja, ätzend. Habt ihr eigentlich, als ihr damals bei rap.de wart, wie war die Politik von Steiger? Musste man oder durfte man unter keinen Umständen dem Künstler, mit dem man das Interview geführt hat, dann die Zitate nochmal zeigen? Oder wie habt ihr das damals gehandhabt, wenn ihr da Interviews geführt habt? Ich glaube schon. Also ich weiß, dass das total verpönt war. Und ich weiß auch noch, wie ich selber immer dachte, ja, die haben das doch in einem Interview gesagt. Also
Da, ganz witzig, wenn ich dann heute quasi bei dir dann nochmal sage, yo, ey, könntest du bitte die und die Stelle, die mir bis heute ein bisschen sehr unangenehm in Erinnerung ist. Naja, egal, auf jeden Fall, das war glaube ich so, also dass man da, dass es mindestens ziemlich verpönt war und ich auch immer dachte, ja, hä, ihr habt das doch gesagt, also warum solltet ihr das jetzt nicht irgendwie widerrufen wollen oder sowas? Ich glaube schon, also wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Die Interviews dort waren aber auch ja so im Fließtext meistens, ne? Also es waren ja so ewig lange, beziehungsweise nicht im Fließtext, sondern transkribiert. Genau, so ewig lange, ewig lang transkribiert. Und das war ja gar nicht so mit, wir schreiben jetzt einen Fließtext und machen nur so einzelne Zitate dort rein. Nee, wenn, dann hätte es das ganze Ding sein müssen. Ja. Also, weil ich bin nämlich durch Zufall nochmal über eine alte Redaktionsmail von der Juice gestolpert, in der so ein paar Regeln oder ja, wie auch immer, oder Umgangsformen sozusagen so erklärt worden sind im Hinblick darauf, wie man mit Promotern umgeht, wie man einen Text abzugeben hat, in welchem Format und so weiter. Und da stand eben auch drin, wir geben auf keinen Fall solche Interviews abgetippt raus, um die sozusagen nochmal freigeben zu lassen. Falls jemand das einfordert, gebt uns Bescheid, wir kümmern uns darum. Also ich würde es von meiner Seite aus nicht einfordern, aber oft hat man das Glück, dass irgendwie ja die Leute das von sich aus anbieten, ey, ich würde es euch nochmal so rüberschicken vorher so und dann ist auch meistens eh alles cool. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass schon ja Sachen, die man so sagt, dass das schon easy ist, die auch aus dem Kontext dann zu ziehen und so weiter. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Interview gegeben, das war zu dem Wir bleiben mehr Konzert in Chemnitz. Mhm. Und da war eine Frage, warum ist es für euch immer so wichtig, euch gegen rechts zu positionieren? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann auch rechte Meinung tolerieren, aber ab einem bestimmten Punkt, wenn es dann, keine Ahnung, nicht mehr demokratisch, wenn es antidemokratisch wird oder wenn Leute da verletzt und angegriffen werden und so weiter, finde ich es wichtig, sich dagegen zu positionieren. Und dann gab es einen Artikel mit der Überschrift Rapper zu Wir sind mehr Konzert in Chemnitz, rechte Meinung tolerieren. Ja, zum Glück zum Glück nur bei Twitter die Überschrift und ich konnte dann auch den Typen erreichen und dann konnte er es auch nochmal abändern und war so, ja, keine Ahnung, wie konnte das dann passieren, weiß ich auch nicht. Und ja, da dachte ich mir schon, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so, wie konnte das denn jetzt passieren oder ob das nicht einfach dann jemand sich gedacht hat, geil, das wird gut klicken. Und da habe ich mich aber auch selber geärgert, weil ich hätte, was ich eigentlich sagen wollte, ich kann auch konservative Meinungen aushalten und rechte Meinungen tolerieren, klingt natürlich nochmal wieder, also ich meinte dasselbe, aber in unserem Sprachgebrauch nimmt man es natürlich anders auf. Also wenn man mir das vorher nochmal gesagt hätte, guck mal, das wird die Überschrift und so, dann hätte ich da wahrscheinlich schon noch gesagt, ey ja, können wir vielleicht nochmal irgendwie das ein bisschen anders formulieren. Aber ja, keine Ahnung. Es gibt auch tatsächlich, also ich weiß immer, dass es dann für eine Woche habe ich dann immer richtig Angst, boah, jetzt geht's mit mir zu Ende, jetzt habe ich hier irgendwie, habe ich es übertrieben und jetzt wird mir richtig der Prozess gemacht im Internet oder auch irgendwelche Rapper, so, das ist ja dann auch manchmal dieses Gefühl von Scheiße, also wir haben ja über einen Rollerfahrer-Rapper in der nicht erschienenen Ausgabe geredet, dachte ich dann auch, oh Scheiße, dann spinne ich mir immer so total absurde Szenarien zusammen, wie dann auf einmal irgendwie Favorite bei mir vor der Tür steht und aber es ist dann ja auch alles, meistens ist es irgendwie auch einigermaßen harmlos und es geht dann auch so vorbei. Allerdings, wie gesagt, ich kenne auf jeden Fall dieses Gefühl von, oh Scheiße, da ist jetzt so Dynamit drin, obwohl ich das gar nicht haben will. Ja. Es ist aber schon ein mega spannendes Thema, was ja auch sowieso über die Rap und Musik- und Medienbubble hinausreicht. Das also Cancel Culture? So Medien, Medien und der Umgang mit den Interviewten und mit Inhalten. Also was mir jetzt direkt einfällt, ist zum Beispiel diese mit Drosten irgendwie, wo er sich ja auch dann drüber beschwert hat, Christian Drosten, dass irgendwie
irgendwas mit Fußball spielen oder so, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber er hat ein längeres Interview gegeben und dort unter anderem gesagt, ja, mit Fußball spielen, das weiß ich nicht, oder irgendwie, wie das jetzt wieder funktionieren soll. Und dann war so Christian Drosten, Doppelpunkt, im Sommer keine Fußballspiele oder irgendwie so eine Verkürzung. Ja, googelt ja, das gerne nochmal nach. Genauso mit der Handballer, Kretschmann, keine Ahnung, gibt den... Kretsche im Volksmund. Genau, auch, jedenfalls ja. Der, ja. Der gefragt wurde, du, warum gibt's heute im Sport nicht mehr so krasse Typen wie dich, die so hervorstechen? Und der dann meint, ja, das Problem ist, dass sich das keiner mehr traut, weil heutzutage, wenn du irgendwie da nicht so eine glattgezogene Interviews gibst, sofort die Sponsoren abspringen und sofort irgendwie, ja, weiß nicht, dann im Internet irgendwie da sich ein Shitstorm regen kann. Und das wurde dann irgendwie so verkürzt zu, ja, heutzutage darf man nicht mal seine Meinung sagen, hat sich noch die AfD drauf gestürzt und ja, der ganze Kontext hat irgendwann gar keine Rolle mehr gespielt. Plus auch der Kontext, ja, keine Ahnung, dass der einfach ein alter Ostlinker ist, dessen Kumpel damals von Nazis totgeschlagen wurde. Ist ein Kumpel von Silvio Meier gewesen? Nee. Ja, und dass der dann wegen so einer Aussage, die dann so aus dem Kontext gerissen und so aufgeblasen wurde, plötzlich in die rechte Ecke gestellt wurde. Und das alles, das schon irgendwie so ein bisschen anstrengend. Und es liegt aber auch daran, an dieser Aufmerksamkeitsökonomie, dass eigentlich alle um die Wette schreien und jeder muss eigentlich noch schlauer schreien und noch spitzer die Headline formulieren, damit das auch angeklickt wird und damit das irgendwie, ja, weiß ich nicht, Leute interessiert und das sich einfach immer weiter hochschaukelt und einfach immer bekloppter und verblödeter wird. Definitiv. Und was ich bei Drosten auch irgendwie noch so interessant für mich zu sehen war, das ist jemand, der bis dahin ja eigentlich auch gar nicht in der Öffentlichkeit stand und dann auf einmal so mitten im Fokus zu stehen und damit irgendwie umgehen zu müssen, dass genau sowas passiert, dass Dinge aus dem Kontext gezogen werden, dass da irgendwie auf einmal auch krasse Anfeindungen, gleichzeitig aber auch so eine seltsame Verkultung seiner Person, seines Äußeren Daddy irgendwie Drosten, auch passiert. Der ist immer so süß, Mann. Ja. Also, ja. Und dann ihm dabei zuzuschauen, wie er daran so richtig verzweifelt ist, ehe er sich dann in diese lange Sommerpause verabschiedet hat, das fand ich schon irgendwo, muss ich auch sagen, wiederum faszinierend. Da wurde auch mein eigener Voyeurismus auch wieder, wie spielt Drosten jetzt dieses Spiel hier mit sozusagen, wird er auch wieder mit befriedigt. So. Ja, ja, voll. Also ist ja, ich wollte jetzt gerade so sagen, ja, wie Crow, aber denk mir auch gerade, nee, das ist ja was ganz anderes, ob das jemand wirklich möchte irgendwie. Und natürlich auch, ja, die Tragweite ist ja eine ganz andere irgendwie dann doch nochmal gewesen. Also ob jetzt beim Splash ein paar Leute mit so einem Kill Crow T-Shirt rumrennen oder weiß ich nicht, der wird wahrscheinlich ganz reelle Morddrohungen und sowas kriegen irgendwie, das ist wahrscheinlich nochmal ein anderer Schnack. Ja, das glaube ich auch. Wie ist es denn, wenn ihr jetzt so zurückblickt auf die letzten 10 Jahre oder wie sich das dann so verändert hat? Ich meine, man fängt an, Musik zu machen, dann hören ein paar Leute das, dann hören das immer mehr und auf einmal befindet man sich auch in so einer Öffentlichkeit und äußert sich und das wird irgendwie auf die Goldwaage gelegt oder das wird einem nochmal mit einem Abstand von ein paar Monaten oder Jahren irgendwie vorgehalten, man muss dazu reagieren. So, macht das irgendwie Druck, Panik vielleicht sogar auch? Also ich muss mich da erstmal... Weil du gerade das gesagt hast, ne, mit diesem, dass du dann irgendwie dir so Szenarien erspinnst, wenn du jetzt dann über irgendeinen Roller-Rapper redest und so. Ja, der Roller-Rapper, da ja, sage ich immer ein nee, also ich muss da erstmal, also ich merke, dass es mir so ein bisschen die Freude an so... An den Dingen, die ich wirklich, also ich bin auch ein ziemlich grübelnder Typ, so, ich bin nicht mehr so eindeutig, wie ich früher dachte, dass ich eindeutig bin, sondern ich denke auch viel hin und her irgendwie und tue mich so ein bisschen schwer mit diesen coolen, knackigen, geilen Twitter-Hot-Takes irgendwie, die aber natürlich total geil und edgy sind, aber das, da merke ich so, das macht mir nicht mehr so Spaß oder beziehungsweise so denke ich einfach selber nicht mehr irgendwie. Und auf der anderen Seite, ja, natürlich ist das eben auch ein Unterschied, wenn man merkt, okay, das ist jetzt doch irgendwie ein Publikum, zu dem man spricht. Und mir... Also ich merke so, ich bin auch nicht so der Politiker.
Mir nimmt es so ein bisschen den Spaß daran, weil ich dann auch immer hin und her überlege, ah scheiße, wie, Alter, wenn ich irgendwie mal so einen richtigen Power-Tweet raushaue, da bin ich vorher immer richtig arm, ach du Scheiße, oh Gott, und mach mir da immer diese Horrorszenarien. Ich finde das, immer ein bisschen anstrengend, und man merkt ja auch, also manchmal lernt man auch seine eigene Verantwortung. Ich hatte ja in meiner Twitter-Bio immer ewig lange irgendwie drinne zu stehen, ein Aborigine schlägt Sammy Deluxe den Schädel ein. Das fand ich irgendwie, das habe ich mir wirklich, no joke, vor 15 Jahren, weil als ich noch so Berlin-Untergrund-Rap und das so crazy Ansagen und so weiter und so fort. Und er hat tatsächlich Jan Delay das irgendwann mal entdeckt und mich bei Twitter drauf angeschrieben. Und dann war mir das irgendwie so unangenehm, weil ich auch so dachte, ja, okay, muss ich jetzt wirklich zu sagen, irgendwie habe ich das damals, als ich mein Twitter 2009 eröffnet habe, fand ich das irgendwie cool, warum auch immer, weil ich da auch einfach ein Anfang 20-Jähriger war und habe es dann auch irgendwie gelöscht, aber ja, weiß ich nicht, ganz schön langer Monolog, der jetzt so ins Nichts führt. Ja, also ich bin da noch nicht am Ende angekommen meiner gedanklichen Reise. Ja, ich glaube, man muss sich davon freimachen. Also genau wie Moritz gerade schon gesagt hat, es geht der Spaß verloren. So, wenn ich bei jeder Wortmeldung und bei allem, was ich mache, immer mitdenke, okay, was sagt jetzt das Politbüro des ZK dazu? Oder was sagt der jetzt dazu? Oder was kann hier jetzt wieder Ärger geben? Oder wie, weiß ich nicht, wie will ich mich denn darstellen? Und was weiß ich? Und immer diese Schere im Kopf haben, dann wird man, dann macht's keinen Spaß, dann wird man auch fake, wird unauthentisch, wirkt aufgesetzt und ist einfach bescheuert so, ist einfach unehrlich und ja, man muss sich einfach davon freimachen und einfach vergessen, dass jetzt hier, dass Kameras da sind, dass Mikrofone da sind und einfach man selbst sein und dann, wenn das jemandem nicht passt, dann Pech. Aber das ist halt schwer, so, das ist halt Arbeit. Ja, genau, das ist eben Arbeit und wenn man die macht, dann ist kein Platz oder weniger Platz für andere Dinge. Wie meinst du? Kreative. Ja, so kreative Gedanken oder so zum Beispiel oder eben einfach drauf loslabern, ne? Das wird halt, je mehr Leute drauf gucken, immer schwerer. Das merke ich ja bei mir selber auch. Ich habe früher ganz anders meine Texte geschrieben als mittlerweile. Also wenn ich so Texte von mir lese, mit denen ich mich damals bei der Juice beworben habe, dann denke ich manchmal, so würde ich das gerne nochmal machen. Mhm. Aber ich kann es nicht mehr, weil halt eben immer Leute drauf gucken und immer mehr Meinungen und man wird eben auch mit Dingen konfrontiert, die man mal geschrieben hat. Ja, aber das ist das Ding, oder was heißt das Ding? Das ist so ironisch, dass wenn man so ein kleiner Künstler ist oder so ein kleiner kreativer Schreiberling oder auch ein kleiner Twitter-Account, dann, also das ist mir nicht fremd, der Gedanke, ja, wenn ich erstmal ein größeres Publikum habe, dann kann ich hier aber mal richtig kreativ sein und mich richtig zeigen und was weiß ich. Und eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Eigentlich, umso größer das Publikum wird, umso unfreier wird man. Und mit dem anonymen Fake-Account mit irgendwie so 10 Followern, da bist du halt viel freier in deiner Ausdrucksweise, in deiner Ausdrucksform, also bis hin, dass Leute sich dann auch Sachen trauen, keine Ahnung, irgendwelche Leute anzugreifen und so weiter, was sie sich noch nicht trauen würden, was nicht cool ist, aber jetzt so ganz allgemein, die Kreativität, wenn du unbekannt bist, dann da, das ist eigentlich, ja, weiß nicht, viel, ich glaube, viel ungehemmter. Und später musst du viel mehr noch daran arbeiten, irgendwie diese Hemmung wieder zu verlieren und dich wieder in diese Form hineinzudenken, die du mal hattest, als du angefangen hast. Eine andere Sache, die ich auch an mir selber beobachten kann, da würde mich mal interessieren, ob das bei euch so ähnlich ist, ist auch eine Form des Hochstapler-Syndroms. Diese Angst, irgendwann ertappt zu werden, dass das, was man da macht, gar nicht so gut ist, wie die Leute tun bisweilen. Das habe ich nicht, muss ich wirklich sagen. Also hatte ich mal irgendwie nach der Grimm-EP ganz kurz, als ich so dachte, okay, irgendwie, das, also nach der ersten Grimm-EP, dass die Leute so gesagt haben, ja, okay, crazy, boah, das ist ja das, also, ne, oder auch so zu, als alles brennt rauskam, als ich so drauf
geeinigt werden konnte, wie genial das alles ist. Aber ich sag mal so, das ist dann auch wieder zu anderen Promophasen einem alles so ausgeschrieben worden, irgendwie wie genial und cool man ist. Ich glaube, das habe ich nicht mehr so. Ich habe das manchmal, wenn ich so Sachen, ich sag mal, berufliche Dinge außerhalb von Rappen mache irgendwie, dann habe ich das manchmal, dass ich dann so eine Anfrage kriege, erzähle ich dir mal, wenn das hier nicht mitläuft, berufliche Dinge, und dass ich dann jedes Mal denke, das kann ich nicht, scheiße, jetzt fliegt der Schwindel auf, Junge, jetzt kriegen sie dich irgendwie. Aber so beim Musikmachen, da weiß ich eigentlich, das, was ich kann, das kann ich, und weiß auch, wo irgendwie meine oder unsere Stärken liegen, und bin da nicht so, Aber was so Inhalte angeht, oder? Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Also so Thema Stirb und so. Ach so. Ja, okay. Ich dachte jetzt, ob ich noch einen Titan 16er im Takt hinkriege. Es zielt bei mir jetzt auch eher darauf ab, aber führt das mal weiter aus, diesen Gedanken gerne. Ja, naja. Also manchmal eher so eine Art, dass die Leute in ein sowas Geniales rein, oder was meinst du jetzt mit Stirb? Also, naja, dass man über die eigene Kunstfigur stolpert, dass man Angst hat, dass die Leute hinter die Fassade der Kunstfigur schauen und dann sagen, ach krass, das stimmt ja alles gar nicht. Voll, also das, die Art von Hochstapler, also das hatte ich zumindest die ganze Zeit bei Alle gegen Alle. Ich habe letztens irgendwo einen Kommentar gelesen, dass wir das so schlecht machen, das Album, obwohl das von voll vielen Leuten das Lieblingsalbum ist. Ich will es jetzt auch heute, ja? Dann kann ich auch nochmal zu was sagen, aber mach es du erstmal. Ich weiß nicht, was das für ein Syndrom ist, aber genau, dass man sich halt so diese Kunstfigur so absolut und irgendwie perfekt und so übermenschenartig strickt, dass man die ganze Zeit mit der Privatfigur so ins Gehege kommt und sich aber immer denkt, ja, ich muss das ja so durchziehen irgendwie. Gutes Beispiel, die schöne alterwürdige Klamottenmarke Stone Island, auf denen ich da so rumgehackt habe die ganze Zeit, bei Alle gegen Alle, wie scheiße ich Stone Island finde. Und damals, muss ich ja auch sagen, schon auch irgendwie, weiß ich, diese kompletten, also Savage so immer in so all over, und Sido ja auch. Letztens habe ich mir eine schöne Badehose geholt und ich bin auch schon länger stolzer Besitzer eines Stone Island Gürtels. Was wollt ihr denn jetzt, ihr kleinen Freaks, Alter? Ist mir doch egal. Ja, aber auch so, dass ich so, das ist jetzt so die witzige und moderate Ausprägung, aber dass Leute auch immer denken, dass ich irgendwie ihren politischen Meinungen, dass ich immer genauso denke, wie die das gerne hätten und so weiter und so fort, und da schon immer so Angst habe, irgendwie dann aufzufliegen oder sowas. Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Was wolltest du jetzt sagen? Zu Alle gegen Alle. Mal kurz einen kleinen Beitrag hier zwischengesetzt. Ja. Ist mir nämlich auch aufgefallen, dass es jetzt in unserem, in der Promophase, in der Besprechung immer so als so ein finsteres Kapitel irgendwie so beschrieben wird und das Album nicht besonders gut dabei wegkommt. Aber ich finde auch, das sind geniale Songs, also Was für eine Zeit, ja. Uwe und Heiko, Steine und Draht sowieso. Also es gibt welche, keine Ahnung, so Stirb oder so, ja, finde ich nach wie vor so ein bisschen, aber eigentlich ist das schon ein geiles Album. Unser Bestes. Ja, nee, hast ja total recht, aber ja, weiß ich nicht, warte mal, jetzt wird es gerade noch so unbequem. Ja, voll, stimmt schon, also... Ich meine, wir haben ja im Podcast, der nicht erscheinen wird, auch schon darüber gesprochen, dass ihr euch da in dieser Rolle oder wie ihr das sozusagen alles performt habt oder worum es da auch teilweise auf dem Album geht und in den Interviews und so, und jetzt unbedingt der Gruppe an Leuten nochmal einen mitgeben und so weiter und so fort, dass das irgendwie im Nachhinein so ein bisschen negativ betrachtet. Ich finde aber ehrlich gesagt auch, also bevor jetzt das Neue rausgekommen ist, war das schon mein Lieblingsalbum tatsächlich. Ja. Aber man kann das ja auch nicht mehr generell, das ist ja nicht mehr dann von nur allen noch Deutschrap-Alben.
Nein, also ich weiß, aber nein, du musst, das ist jetzt auch gar nicht irgendwie Pistole auf die Brust oder so, aber ich glaube, wir haben damals auch darüber gesprochen, off the record, und da habe ich mal sowas in die Richtung schon auch gesagt. Also ich habe mich in ganz vielen dieser Stücke zum damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall wiedergefunden. Hm. Und das heißt aber auch nicht, dass ich heute immer noch über diese Sachen so denke. Ich glaube zum Beispiel auch, dass ich viel weniger streng mit Leuten bin, die Longtees tragen oder Bartöl benutzen oder was auch immer so. Aber das ist halt eben auch, bin halt auch älter geworden. Ja, es ist wirklich diese, ja, das Schlimme war, ich war da schon älter eigentlich. Ich habe da aber nochmal versucht, so mich an jugendlicher Radikalität, die ich irgendwie mit 16 hatte, nochmal so links zu überholen. Und das hat halt ja nicht so gut geklappt irgendwie oder hat sich irgendwie dumm angefühlt. Naja. Und wie war das mit, also ich muss jetzt noch an Nachtbus denken gerade, das ist ja ein Lied, auf dem es so ein bisschen um den Ort geht, an dem ihr geboren seid, wo ihr herkommt sozusagen und die Leute, die dort leben, seid ihr da auch zu hart mit ins Gericht gegangen, mit diesen Menschen? Mann, also ne, das ist retrospektiv betrachtet, hatte ich da einfach noch gar nicht so den Frieden mitgemacht irgendwie und hatte halt immer noch so das Bedürfnis, auch den Leuten noch so ganz laut zu zeigen, ey Mann, ich denke immer noch die ganze Zeit über euch nach oder irgendwie so oder ich habe es jetzt geschafft oder sowas. Das war so ein bisschen verschlepptes, weiß ich nicht, so ein bisschen. Also es ist ja auch ein Thema, das mich auch bis heute nicht so ganz loslässt irgendwie und ne, ja, ich mache jetzt nicht das, was du bei in der Kulturzeit mit dem, du kannst den Jungen zwar, aber so, aber mach ruhig. Ja, nee, komm, sag du es einmal, dann nee, ist okay. Kein Bock, mach. Ja, na, nee, auf jeden Fall, also ne, ich denke natürlich immer noch darüber nach, aber es ist mir jetzt auch nicht mehr so ein Herzensanliegen irgendwie. Und es war auch ein ehrliches Anliegen irgendwie. Ich fand das auch spannend und ich fand es auch irgendwie interessant, dass man so diesen Blick auf Deutschland irgendwie, der eben nicht nur in, weiß ich nicht, ja, in irgendwelchen Innenstadtbezirken von irgendwelchen deutschen Großstädten spielt, sondern eben auch, weiß ich nicht, woanders, dass man das so ein bisschen in den Fokus rückt. Aber die Leute sind, man, auf dem neuen Album habe ich ja diese Klassentreffen-Line irgendwie. Mhm, und das ist auch eine reale Begebenheit, beziehungsweise in meinem Kopf. Nämlich ich dachte so, wenn ich da hinfahre, ich mache so den ganz großen Aufschlag. Habe mich mega extravagant angezogen und so weiter und so fort und bin dann da so in die Dorfkneipe irgendwie reingetänzelt. Und die Typen waren aber alle irgendwie normal und die Frauen und die Typen, es war alles. Und ich dachte so, okay, das ist doch total bescheuert, dass ich jetzt hier so den großen Aufriss mache, meine Gucci-Kette noch so über den Pulli trage irgendwie. Der Pulli ist schon viel zu doll, aber dann trage ich noch so die Kette drüber und bin einfach ja total drüber irgendwie und merke aber, das bin auch gar nicht ich irgendwie. Ich kann das gar nicht so durchziehen, dieses hey, ich bin jetzt der Superstar gone back und das ist irgendwie dämlich. Und dann haut mir noch Holger Gerriet so krachend auf den Rücken, na, wo geil die da hat. Und dann merke ich auch so, ja, okay, Alter, ich bin jetzt wieder so 16 und bin auch wieder so eingenordet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, keine Ahnung, ich spüre da kein Bedürfnis noch irgendwie mit den Leuten irgendwie in irgendeiner Form jetzt. Ich freue mich, wenn wir miteinander bei WhatsApp quatschen und vielleicht sieht man sich ja nochmal beim Osterfeuer oder sowas, wenn es das noch gibt nächstes Jahr. Ja. Richtig. Nee, aber ich muss sagen, es ist eine Entwicklung, die ich genauso auch durchgemacht habe. Irgendwie so eine viel zu überbetonte Abgrenzung von dem, wo ich herkomme und dem, was die Leute da machen. Und ich bin ganz anders als ihr alle. Und ja, und dann aber cooler. Auch gleichzeitig so eine sich da so hinlehnen, genau, irgendwie und das richtig. So abkulten. Also so, ne, das ist ja dann auch, wenn man dann in so modernen Großstadtmilieus irgendwie rumhängt und sich so denkt, ja, okay, so wie ihr bin ich jetzt aber auch wieder nicht irgendwie. Ja. Aber also ich kenne das auch total und ja, ich glaube,
so, also bei mir ist es auch ein totales Thema und ist bis heute ein totales Thema. Also so Herkunft, Ostdeutschland, ostdeutsche Biografien, ostdeutsche Geschichte. Das war auch so, okay, ich ziehe jetzt hier weg und ich ziehe nach Berlin. Ich ziehe auch nach West-Berlin, weil das ist ja das Coolste überhaupt. Das habe ich ja in den ganzen Rap-Songs gehört. Und ich streife das jetzt hier so ab, damit, keine Ahnung, damit habe ich jetzt nicht mehr, nichts mehr zu tun. Das hilft mir hier auch nicht. Ich will ja jetzt hier dazu gehören. Und dann aber, ja, ging das halt los, ne, mit so Pegida und dem Rechtsruck in Ostdeutschland und so, dass ich gemerkt habe, nee, hier ist irgendwie doch noch was mich kitzelt und was ich eigentlich gar nicht aufgearbeitet habe. Und also im Gegensatz zu euch, wie ich das jetzt rausgehört habe, wo ihr so sagt, ja, aber ich habe jetzt das irgendwie so eingeordnet und so meinen Frieden damit, das ist bei mir überhaupt nicht so. Ich habe da noch richtig das Gefühl, okay, da ist einfach riesengroß oder sehr, sehr viel Aufarbeitung zu machen und sehr viel, was ich mir noch erarbeiten möchte. Und ich finde gerade kein anderes Thema spannender. Und ja, und auch, also wenn ich jetzt sage, es gibt so Großstadtmilieus und es gibt so Leute, die ich auch hier kennenlerne, die sind irgendwie in Prenzlauer Berg oder in Kreuzberg geboren und die kennen eigentlich nur das waren schon ihr Leben lang, waren das hippe Großstadtkids. Und die kennen eigentlich wenig das andere Deutschland so und vor allem auch nicht die ostdeutsche Provinz, die sich ja auch nochmal von der westdeutschen Provinz unterscheidet so ein bisschen. Ja, da ist auf jeden Fall, da ist viel, viel Stoff eigentlich noch, über den man erzählen kann und den man irgendwie der berichtenswert ist. Definitiv. Mir fällt aber jetzt gerade auf, jetzt reden wir doch wieder über die ganzen Sachen, die auf dem Album passieren. Beziehungsweise habe ich die Sachen auf jeden Fall schon mal in irgendeinem Podcast gehört, die wir jetzt gerade besprochen haben, habe ich ja. So das Gefühl. Ja. Mir ist aber währenddessen voll noch was eingefallen. Und zwar, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, wie dann andere Leute Erwartungen an einen Künstler haben, an seine politischen Ansichten oder vielleicht auch seinen Lebensentwurf. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich, als ich einen dieser Podcasts vom Diffus-Magazin, schöne Grüße an dieser Stelle, gehört habe, da war ich doch dann irritiert davon, Moritz, wie du erzählt hast, dass du dann eben gut essen gehst und dir so teure Designer-Sachen in dieser App anguckst und sowas. Ja. Und da war ich dann aber gleichzeitig, habe ich mich aber auch wieder ertappt gefühlt dabei, dass ich so gedacht habe, ja, wieso denn eigentlich auch nicht? Was denke ich denn? Ist der jetzt den ganzen Tag Pellkartoffeln zu Hause so, ne? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ja, Pellkartoffeln und Grünkohl und Pinkel. Das ist so, ja, aber... stellst du noch eine, also kommt noch eine Frage dazu, oder? Nö, was mir jetzt dazu einfällt, wart ihr schon mal im Grill Royal? Ja. Nein. Ich habe tatsächlich, ich wollte da immer mal hin, aber aus so, keine Ahnung, ich suche gerne so Trash-Orte auf. Also ich wollte auch immer mal zum Echo, das hat leider nicht geklappt. Da war ich zweimal. Ja, super, musst du mal erzählen, wie es war. Und ich so Orte, wo ich schon vorher weiß, das wird mir ja nicht gefallen oder so, aber die sind so aufgeladen und ich will diese Erfahrung selber machen, ich will da sein, ich will das spüren und ich will alles aufsaugen, ich will, was sind da für Leute, wie gucken die, wie ist das Ambiente, wie fühle ich mich dann wurde mir tatsächlich ein Gutschein geschenkt zum Geburtstag, dann wurde mir dieser große Traum ermöglicht und dann bin ich dorthin mit einer Begleitung und ja, es war furchtbar. Es war richtig, mir war furchtbar schlecht danach. Ich war nur angespannt. Ich hatte das Gefühl, jeder beobachtet den anderen, alle beobachten sich so gegenseitig. Es ist so eine ganz, ganz angespannte, komische Stimmung, überhaupt nicht locker. Und das Essen war auch einfach nicht geil. Also, das war so. Ja, das ist jetzt einfach teuer und das ist irgendwie mit teuren Zutaten gekocht, aber es war irgendwie gar nicht geil gewürzt oder irgendwie so raffiniert zusammengestellt oder so. Ich hatte so ein Steak und vorher eine Hummersoße oder so, die war recht lecker, aber das Steak, das war einfach nur, weiß ich nicht, das war irgendwie so buttrig und viel zu viel und ja, mir war einfach nur richtig schlecht und übel danach und ich war froh, als ich da raus war. Aber es war eine mega Erfahrung und ich weiß jetzt, wie es dort ist und wie ich mich dort fühle. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe das auch, dieses Bedürfnis. Warst an solche Sachen. Warst du da schon mal? Oder? Ich war auch einmal, war ich dort tatsächlich. Ja. Mit einem prominenten Rapper-Gast? Nein, sondern mit Davide zusammen, nachdem wir Könnt ihr uns hören rausgebracht haben. Ja, okay. Genau aus dem gleichen, also ich hatte zumindest genau das gleiche Bedürfnis. Ich wollte unbedingt mal dahin, an diesen sagenumwobenen Ort. Und ich muss sagen, ich fand das Essen echt lecker. Keine Ahnung, ich bin aber auch jemand, der, wenn jemand einem sagt, dass das jetzt lecker ist und sei es auch nur der Preis auf der Speisekarte, dann glaube ich das auch. Und dann glaube ich das so sehr, dass es dann auch wirklich schmeckt.
Aber ansonsten kann ich genau das sagen, was du auch beobachtet hast, Hendrik, nämlich, dass alle Leute sich gegenseitig immer irgendwie ins Gesicht gucken, ob man sich kennt, auf den Teller gucken, was derjenige jetzt bestellt hat. Die Kellner gucken auch immer drauf, dass sie besonders locker rüberkommen. Die sind ja auch alle so, die sehen nicht aus, wie Kellner halt aussehen, sondern irgendwie mit Ohrringen und Mützchen auf und was nicht alles so. Dann, es waren Günther Jauch und Yasmin Tabatabai waren beide da. Also es gab sogar wirklich so den großen Promi-Faktor. Aber es war alles in allem doch sehr underwhelming, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich war nicht nur im P1, sondern aber ich war nicht nur im Grill Royal, sondern ich war tatsächlich auch schon mal im P1 aus diesem Drang heraus und im Berghain auch. Einfach weil ich mir es angucken wollte, halt beides. Ja. Und es war auch gibt's beides sehr, sehr unspektakulär. Bitte? Gibt es das P1 noch? Das ist für mich so richtig so, wenn ich früher nach der Schule nach Hause gekommen bin und so TAF oder Sam geguckt habe, da gab es noch so das P1 irgendwie, die in der Münchner Nobel-Diskothek P1 auch gesichtet. Und wie hieß denn der Laden von Michael Ammer eigentlich? Den gibt es auch nicht mehr, das schwirrt mir auch eine ganze Zeit im Kopf rum. Ich glaube, den gibt es definitiv nicht mehr. P1 gibt es aber noch. Es war jetzt gerade vor ein paar Monaten im Zeitmagazin so eine Oral History mit irgendwie vier Türstehern aus vier verschiedenen Generationen. Ja. Und wie die aus so einem kleinen Laden so ein Riesending gemacht haben. Ja. Ja, genau, richtig. Wir sind jetzt darauf gekommen eigentlich gerade. Ach so, ja, richtig. Ach so, einfach Luxus so aus dem Nichts heraus. Und, ja. Du hast gefragt, ob wir schon mal im Grill Royal waren. Ja. Ja, genau, richtig. Weil, ach ja, genau, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich drauf gekommen bin, weil in Nachtbus das eben auch so gegeneinander abgeglichen wird, dass die einen Freddys den Aal essen, die anderen gehen ins Grill Royal. So, da, jetzt, jetzt, ja, genau, richtig. Wie hat sich das denn eigentlich, ihr habt ja in diesem Podcast und auch jetzt dann eben in den vielen Interviews, die ihr gegeben habt, euch sehr viel mit diesen 10 Jahren auseinandergesetzt. Das war ja sozusagen irgendwie auch im Titel verbaut. Ich fand das irgendwie sehr erfrischend und auch mutig, dass ihr so klar und deutlich über Erwartungen, Träume, Hoffnungen, aber auch Enttäuschungen, Ängste und so weiter irgendwie gesprochen habt im Rahmen davon. Weil das halt sonst selten passiert, habe ich das Gefühl. Zumindest in einer noch existenten Künstlerkarriere, sondern eher immer mit so einem Abstand, die große Reinwaschung oder ja, die große Retrospektive oder so. Das ist halt kein, also ne, ich glaube, dieses Fake it till you make it ist auch einfach da ein wichtiger, also ne, über so Misserfolge reden, das wird, glaube ich, nach wie vor allen Dingen in Deutschrap irgendwie einem immer noch so als so, ja, wie so ein Schuldeingeständnis gewertet. Und man muss auch die richtige Sprache irgendwie dafür finden, über so Misserfolge reden zu können. Also mir fallen jetzt gerade noch ein, zwei Rapper ein, wo die jetzt auch gerade so in der Art arbeiten, wo ich mir so denke, ah, das ist mir ein bisschen zu, das so hätte ich es nicht gemacht irgendwie. Und es hat natürlich auch diese Zeit gebraucht irgendwie. Ich glaube, dass und eben auch die Einsicht, Alter, das Leben hört auch nicht auf, wenn man mal irgendwie was macht, was man so persönlich nicht als großen Erfolg wahrnimmt. Ich bin ja noch ein junger Mann und kann auch so viele geile Sachen machen irgendwie und es ist jetzt kein Vernichtungsschlag. Das ist auch sowas, ja, sowas Deutschrap-mäßiges. MC René hat sich nie wieder erholt von René-Exekution. Mhm. Okay. Vielleicht ist das jetzt nicht das Rap-mäßig zumindest nicht das beste Beispiel. Aber Alter, was es schon für totgesagte Künstler gibt irgendwie, wenn ich mir so Flair irgendwie überlege, wie oft man schon so dachte, Alter, das, jetzt war's das aber. Aber er ja, holt sich halt auch und ist kreativ und macht irgendwie was draus. Ja. Aber wobei wir ja auch nicht den riesen Misserfolg oder so hatten. Nee, überhaupt nicht, aber so dieses, zumindest diese Enttäuschung irgendwie, weißt du, so dieses, dass unser bestes Album Alle gegen Alle, dass das dass es eben nicht so das Riesending wird, ich meine, das waren, ich weiß ja nicht, wie es bei dir vielleicht ja ähnlich irgendwie, es ist ja dann doch schon irgendwie so mit dem Wunsch einhergegangen, okay, das ist jetzt so das Major-Album, man verabschiedet sich vom Untergrund. Aber dann soll es auch jetzt richtig laufen. Dann will ich jetzt auch die Eigentumswohnung. Aber auch gleichzeitig nicht, weil wenn ich eine Eigentumswohnung habe, dann ist das irgendwie Verrat an meinen eigenen Idealen und so weiter und so fort. Ja, also ich muss sagen, dass ich so dieses ehrlich einfach über das
die eigene Geschichte ehrlich erzählen, auch mit den Höhen und mit den Tiefen, das ist einfach mega interessant. Also das finde ich ja auch interessant, wenn das andere machen. Und eben nicht mir einfach nur die hochpolierte Marketing-Version erzählen, so die einfach, die ich ja auch je reifer und älter ich werde, immer schneller und besser durchschaue und die ja eigentlich sowieso nur kleine Kinder glauben. Also so, yo, bei mir geht's ja nur ab und bei mir ist alles geil und ach krass, wie das schon wieder läuft und ich kann's ja gar nicht fassen und so weiter. Diese Erfolgsgeschichte, wo es nur linear nach oben geht, ist kein Leben, das gibt's nicht, das ist einfach Schwachsinn, da wird dann einfach irgendwas abgespalten und ausgespart und das ist uninteressant so und fake so. Aber trotzdem, wenn man sich in diesem Kosmos aufhält, bewegt als Rap-Musiker und sorry, noch kurz dazu. Ja, wir sind ja alle nur Menschen, die gute Tage haben und schlechte Tage und so weiter. Und wenn alle ehrlich irgendwie auch darüber, weiß nicht, da einen ehrlichen Umgang mit hätten, dann wäre es für uns alle einfacher so. Aber in einer, weiß ich nicht, wenn man das Gefühl hat, oh, ich darf hier gar nicht mit meinen, oder ich muss, das ist Arbeit für mich, oder das wird so, oh krass, das ist aber mutig, dass du dir das traust, auch über deine Schwächen zu reden, so. Das ist doch eigentlich scheiße, so. Das ist doch, das ist doch für alle eigentlich nur anstrengend, die so verbergen zu müssen. Ja, aber das ist ja genau das, also da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus, das ist ja genau das Problem, wenn man sich dann aber in dieser Rap-Szene bewegt, die halt nur diesen einen Weg kennt, nämlich von unten nach oben, und auch nicht wieder runter. Und wenn es wieder runter geht, dann zeigen alle auf den Finger mit einem und lachen so. Sich das da halt zu trauen, bedarf halt eben schon etwas. Beziehungsweise es braucht einfach Menschen, die sich hinstellen und sagen, ey, das Jahr war scheiße oder da hatte ich Hoffnung, die sind nicht erfüllt worden. Und deswegen geht es mir jetzt gerade so und so. Also einfach das Sprechen über Gefühle und solche Geschichten irgendwie. Das hat es halt irgendwie viel zu selten. Und wenn, dann immer auch in so einer sehr pathetischen, fast schon romantisierenden Form gegeben, glaube ich. Und dementsprechend natürlich auch ein vollkommen falsches Signal nach außen gesendet an junge Ja, aber ich finde es halt viel spannender, wenn, keine Ahnung, ein A zum J darüber spricht, irgendwie, wie das nicht alles so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Auch von Lars die Geschichte finde ich spannend. Von auch die, was vorhin gesagt wurde, Materia irgendwie, ja, ich angel jetzt nur noch und da sind ein paar Sachen nicht so gut gelaufen und so weiter. Also das sind doch eigentlich die spannenden Geschichten und das da jetzt mit dem Finger drauf zu zeigen und das irgendwie lächerlich zu machen, ist eigentlich voll kindisch so und hängen geblieben. Ja, aber das ist leider eben ein Großteil der Szene, ist halt einfach so. Und sag du. Ja, das liegt halt daran, dass das eben, dass diese Szene nicht mitwächst, sondern dass die Leute irgendwann ein gewisses Alter und eine gewisse Reife haben und sich dann von Rap abwenden oder sehr viele Leute zumindest. Und dass von unten einfach nur dann die kleinen Kinder danach strömen. Und ich hab aber auch das Gefühl, dass die Kinder, dass die immer jünger werden und immer kleiner. Und je kleiner und unreifer die sind, desto mehr kann man denen auch irgendeine Scheiße erzählen und die glauben das. Und weiß ich nicht. Das ist halt irgendwie traurig, die zum Maßstab zu machen. Und aber das ist eben das Ding, wenn man sagt, ja, das ist hier die Rap-Szene und ein erfolgreicher Rapper, der hat halt viele Klicks, viele Streams und der hat halt da seine kleinen Kinderfans im Griff, die das alles für ihn möglich machen. Und deshalb muss er denen quasi das so erzählen und muss denen das so liefern. Und dann werden so, ja, dann werden so Minderjährige eigentlich so zu den, keine Ahnung, zu den Strippenziehern so erhoben. Und dann hat man eben, dann hat man diesen Scheiß. Davon muss man sich halt freimachen und sagen, ey, nein, Moment mal, das ist bescheuert, das ist Quatsch. So.
Aber wann hast du denn zum Beispiel das erste Mal irgendwas in einem Rap-Song gehört und das Gefühl gehabt, okay, das hat irgendwie, das bewegt sich komplett am anderen Ende von dem, was meinem moralischen Wertekosmos entspricht, und das resoniert auch mit mir im Sinne von, das finde ich seltsam und problematisch? Boah, gute Frage. Ich glaube, ich höre eigentlich Musik nicht durch so eine, oder ich sehe die nicht durch so eine moralische Brille, oder selten. Ich weiß nicht, wann gab es wirklich mal was, was mir so aufgestoßen hat. Also ich meine jetzt auch gar nicht, dass man Musik, sollte man glaube ich auch generell, oder Kunst, nicht durch diese Brille rezipieren, aber ich weiß bei mir halt, vielleicht habe ich es hier auch oder in einem anderen Podcast schon mal erzählt, aber keine Ahnung, auf Carlo Cooks Noten 1 geht es irgendwie um aus Augen spritzendes Blut, oder Snagger und Pillard haben irgendwie mal darüber gerappt, dass sie einen Baseballschläger mit einem Stück Butter in meiner Mutter verschwinden lassen. So, das waren, keine Ahnung, da habe ich so ein befremdliches Gefühl verspürt irgendwie. Das war auch nicht mehr so richtig witzig. Ja. Das konnte ich nicht mehr unter so einem Gesichtspunkt irgendwie vor mir selber rechtfertigen einfach. Obwohl ich vieles auch an anderer Stelle durchgehen lasse. Aber das war irgendwie so eine Art von Gewalt, Ausübung oder sexualisierter Gewalt gewalttätiger Sexualität oder wie auch immer. So, das fand ich einfach ganz krass befremdlich. So. Müsste ich mal drüber nachdenken. Also da habe ich jetzt, also da gibt es jetzt nichts, was mir direkt einfällt. Was mir aber einfällt, ist, dass wir damals, als ich so angefangen habe mit Rap hören, in der Kifferbude, also voll bepackt mit verschiedenen Leuten, so mein Alter und älter, und dass da ein Junge mit saß, der war 3 Klassen über mir aus meiner Schule, und das war immer so der, für uns auf dem Schulhof dachten wir immer, oh, das ist so der mega coole, das ist so der krasse, der hatte so Dreads und immer so Hip-Hop-Klamotten und hat immer so einen frechen Spruch und so weiter, und der saß dort mit, und dann hat so der derjenige, dem die Wohnung gehörte, hat dann so King Orgasmus One angemacht. Hass Frau, du nichts, ich Mann. Ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt. Fick mich und halt dein Maul oder irgendwie so. Und der lief dann so, und wir waren so am Kiffen, und der wurde immer stiller, der Typ, also der so 3 Klassen über mir war, und hat da irgendwann einfach angefangen zu weinen und hat gesagt, ey, das ist ja richtig, das ist ja schrecklich, so, das macht mir richtig, das zieht mich richtig runter. Und ja, aber da war ich noch so drauf, dass ich dachte, oh, was für ein Lappen, was für ein peinlicher Spast, oh Gott, jetzt sitzt er hier und weint. Aber ehrlich gesagt, jetzt mal ganz ehrlich, nur weil in mir drinne er mir auch ein bisschen leid hat, und ich dachte, ah krass, okay, irgendwie, irgendwas ist hier gerade nicht so ganz in Ordnung, so. Aber ja, für mich war es eigentlich immer so eher, das konnte gar nicht unmoralisch genug sein, und ich musste da so aufleveln. Wenn mich da noch was stört, dann muss ich, das ist ja total lappenhaft, das ist ja opfermäßig so, das muss ich natürlich aushalten, und das muss ich richtig cool finden. Und ich glaube, dass das auch, ja, weiß ich nicht, gerade wenn so junge Leute heute, keine Ahnung, 187 hören und dann mitbekommen, ja, okay, da ist jetzt irgendwie auch, da sind irgendwie so Strafsachen, die da verhandelt werden und so, und die Eltern vielleicht sagen, ja, das ist ja irgendwie nicht so in Ordnung, oder was sind denn das für Typen, die du da so abfeierst, dass man eigentlich sich denkt, ja, ich muss das jetzt aber total cool finden, so, ich muss das jetzt allen beweisen, dass ich das aushalte und dass es eigentlich nicht asozial genug sein kann, und ich bin ein echter Kerl, der das sogar noch abfeiert. Ja. Und sich davon wieder zu entfernen, das dauert ja Jahre. Voll, so. Absolut. Ja, total. Mann, ich überlege die ganze Zeit, weißt du irgendwas? War bei dir irgendwo ein Punkt oder irgendein Song oder so, wo du gesagt hast, ey, das ist mir jetzt zu doll, oder das gefällt mir jetzt hier überhaupt nicht mehr? Ich mag das nicht, wenn es so, also weiß ich nicht, wenn das so Unschuldige trifft irgendwie. Deshalb ist das ja bei mir auch mit so Horrorcore-Zeug irgendwie. Das ist gar nicht so mein Ding irgendwie. Ich finde das, also ne, ich mag gerne so, ja, irgendwie so Grusel und Horror, aber ich finde so dieses sich so, also ich bin nicht so der Typ, der ist irgendwie so, jo, ich bin der Satanistenkiller und komm dann und schlachte dich ab und weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich das als, ich komme ja aus einem
Elternhaus, also was auf der einen Seite sehr kunstoffen ist irgendwie und auch viel so weirdes Zeug gehört wurde und auch Sachen, die man vielleicht heute so nicht mehr so hört und das aber auch irgendwie gut fand und so. Lanzer. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Zum Beispiel. Aber eben auch auf eine, aus einem, wo dann doch auch auf sowas geachtet wurde und auch auf so FSK-Geschichten immer meine Eltern sehr hinterher waren und so. Und also ich weiß, dass so LMS mit 12, 13, aber da habe ich auch nur die Hälfte verstanden irgendwie. Das fand ich damals ja total weird. Und es war dann auch immer, wenn ich so gemerkt habe, und das ist vielleicht, eigentlich merke ich sie jetzt eher, wo man dann auch vielleicht ab und zu mal die Rapper hinter den Texten kennt und sich so denkt, okay, das ist jetzt hier kein Netz, kein doppeltes Boden, das, was du hier rappst, das machst du auch eventuell so. Da gibt's auf jeden Fall, fällt mir jetzt gerade ein Rapper ein, irgendwie, wo ich mir immer denke, wenn du so miese Sachen rappst, irgendwie, er kommt aus Düsseldorf und ist nicht Farid Bang, dann habe ich immer das Gefühl, okay, das ist, ich weiß nicht, wie viel da Kunstfigur ist und wie viel da so ganz, da bin ich immer so, na, wenn da so weirde Texte, da kriege ich immer so einen Schaudern irgendwie. Ja, ich finde mittlerweile so, yo, Pille ins Glas, genau, und dann, genau sowas hab ich gedacht. Oder gib ihr eine Pille, ja. Und dann wird sie locker und so weiter. Da sowas finde ich, kann ich mittlerweile, finde ich richtig abartig so. Und kann ich mir ja noch nicht geben. Ja. Und weiß nicht, das war's. Alles andere ist geil. Nee, ich müsste da jetzt länger drüber nachdenken. Also das habe ich noch nie so reflektiert. Ich muss aber sagen, dass ich auch allgemein einfach, weiß ich nicht, von Rap irgendwie, dass mich das eigentlich gar nicht mehr alles so mega beschäftigt so und ich da nicht mehr so viel drüber nachdenke. Ja, das ist vielleicht auch besser so. Aus was für einem Impuls heraus ist denn dieser echte Männer-Freestyle entstanden? Oder was war da so der Moment, von dem aus das sich weitergesponnen hat? Da waren wir beide auf jeden Fall schön in der Kneipe. Schön schon zwei Bierchen drin und am Rummachen. Also, wir waren auf jeden Fall in der Kneipe und zwei Bierchen drin. Und ich glaube, wir haben so, ja, über so homoerotische Musik oder sowas, so Rammstein, ich habe über Rummels noch nicht gehört, ja, also so in meiner Erinnerung war es so, und haben das irgendwie daraus so weitergesponnen, ich weiß es jetzt aber auch nicht mehr ganz genau. Ja, es gab die Idee, einen Song irgendwie zu machen, der irgendwie das aufgreift, also so homoerotische Erfahrung oder homoerotische Ästhetik oder was weiß ich, und ja, dann hatten wir irgendwann, weiß nicht, habe ich irgendwann den Part geschrieben, weil ich habe da einiges erlebt, habe da auch noch mehr erlebt und hatte auch, also ist auch so Heinz-Strunk-Lektüre, kann ich nur jedem empfehlen, gerade Fleckenteufel. Ich mag das einfach, ich finde das total cool, wenn jemand auf eine coole Art und Weise. Und auch da sind wir wieder beim ehrlich miteinander sein, die Sachen nicht verbergen, nicht abspalten. Ich glaube, so ziemlich jeder Junge kennt so homoerotische Erfahrungen, homoerotische Gedanken. Und darüber einfach zu sprechen und auch von mir aus auch in einer vulgären Form, aber eben nicht in so einer, wie Moritz mal so gut auf den Punkt bringt, ich kack dir in die Pisse. Nicht in so einer dämlichen, vulgär Form, sondern dass es irgendwie cool ist. Und das kann Heinz Strunk einfach richtig gut. Und ich finde das irgendwie geil, wenn Leute offen auch über sowas sprechen. Und ich dachte, das ist irgendwie geil, das gab es ja noch nicht im Rap-Song. Und dann ist irgendwie so dieser Part entstanden. Ja. Tatsächlich waren das auch genau meine Gedanken, weil, also dieses, das gab es halt noch nicht. Beziehungsweise andersrum, ich glaube, es ist gut, wenn es das gibt und wenn junge Menschen das eben hören und das nicht gleich alles abgekanzelt wird als, also das muss man jetzt ja nicht hier wiederholen, aber ich muss wieder Snagger und Pillard auch nennen, weil ich in letzter Zeit viel das gehört habe und mir da nochmal bewusst geworden ist, dass ich so gedacht habe, okay, was macht es eigentlich mit
jungen Männern, wenn die die ganze Zeit immer nur hören, wie schlimm das ist, wenn man jetzt schwul ist oder auf Männer steht oder schon mal einen Schwanz im Mund hatte. So, das ist ja, also, das, keine Ahnung. Du hast nochmal diesen, also den super guten, oder weißt du, worauf ich hinaus will? Nee. Dieses mit 15, 16 sich zu denken, oh Gott, hoffentlich bin ich nicht schwul. Ja, aber es war auch noch eine andere Zeit. Also, in der ich jugendlich war, da war ja schwul sein oder Schwule, das war auch noch so eine totale Lachnummer, auch im TV und in so Comedy-Shows. Klar, und so. Wochenshow, genau. Bisco Schneider und genau. All so ein Scheiß. Ja. Und dann auch, also... Bulli-Parade fällt mir auch noch ein. Ja, und da gab es vielleicht so, in Großstädten gab es dann schon so aufgeklärte Milieus und so weiter, aber in der Provinz und auch noch in der ostdeutschen Provinz, da war das so, das war das Schlimmste überhaupt, irgendwie der Vorwurf, schwul zu sein, unmännlich zu sein. Da hatte keiner Bock drauf. Ich kenne zwei schwule Typen aus meinem Dorf, in meiner Altersgruppe, und ich glaube, beides war, also einer wohnt immer noch da, aber macht jetzt, also ja, ich glaube, das muss sehr, 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 sehr hart sein, wobei ich allerdings auch da sagen, also ich habe das ja auch so als Schimpfwort und so weiter und so fort und bla, aber dass zum Beispiel einer von den beiden, da habe ich das gar nicht gepeilt, weil ich gar keinen echten Homosexuellen irgendwie, also ne, die sich ja dann eben nicht also dann doch nicht so unterscheiden, außer dass der immer sehr gerne gemalt hat, das hat ihn natürlich hätte eigentlich klar sein müssen. Ja, der hat immer so Bilder von Christina Aguilera gemalt. Auf jeden Fall dass das so in, also genau, ne, eben gefüttert durch dieses Wochenschau und auch dieses so mit gebrochenem Handgelenk irgendwie, wenn dann reicht nur, wenn man irgendwie so Detlef haucht und alle bepissen sich schon vor Lachen irgendwie. Ich wollte noch mal fragen kurz, warum seid ihr eigentlich so besessen von Normies? Das ist ja in der Promophase jetzt wirklich sehr, sehr oft irgendwie benannt worden und findet sich auch auf dem Album wieder. Dabei ist das ja eigentlich schon längst vorbei, diese ganze Normcore-Welle und Normie-Talk, oder? Ja, aber weiß ich nicht, keine Ahnung, weil ich das auch, ich weiß nicht, ich finde das einfach, das ist für mich auch nicht nur der Typ mit dem Levi's-T-Shirt irgendwie, also so Normies, also so einfach, es ist ja auch so ein politisch ein bisschen schwieriges Wort irgendwie, weil es ja auch von bestimmten Seiten gerne benutzt wird, aber ja, ich liebe das einfach irgendwie so, weiß ich nicht, ich habe das öfter so in Interviews, dass mich so ein Typ irgendwas fragt und vor mir diese Buchstaben angehen und ich denke, oh, das ist jetzt so ein Normie-Quatsch hier irgendwie, auf den ich jetzt so ganz, ganz langsam und sensibel oder so irgendwie so ganz langsam und einfach irgendwie drauf eingehen muss. Und weil auch ein Stück von mir das auch selber kennt, einfach so ein Normie-Typ zu sein irgendwie und dass auch irgendwie was Schönes ist, wenn man einfach sagt, ich muss jetzt auch nicht immer der super Avantgarde-Künstler sein. Und ich auch manchmal wo wir jetzt gerade bei Restaurants waren, irgendwie, ich mag es auch manchmal so unprätentiös einfach gerne. Und da finde ich so einen schönen Normie-Italiener irgendwie, wo man so nett bedient wird und noch ein hier Grappa oder Amaretto. Ist auch mal was Feines. Der Typ, die Gäste begrüßen den Typen mit Anschlag und brechen sich einen mit Due Espresso ab. Herrlich. Die Bevölkerung der Welt teilt sich nur in zwei Lager. Das sind zum einen die Normies, so erdrückend normale Wesen, nicht auffallen um keinen Preis, immer sich einfügen und richtig, dass man in deren, wenn man zu lange sich in deren Nähe aufhält, dass man richtig erstickt und sich einfach nur fremd und wie ein Alien fühlt. Und auf der anderen Seite sind aber die Horrorclowns, so hochgedrehte Freakwesen, die so ein Meme aus sich gemacht haben, so ein Internet-Meme und einfach nur noch so unauthentische, ganz komische, ja,
keine Ahnung, mit denen kannst du auch nichts anfangen. Und in der Mitte zwischen beiden Lagern, da ist der perfekte Mensch. Und das sind zugezogen Maskulinen. Ich habe gerade so ein Filmcover mir vorgestellt, wie so Back-to-Back mit so fetten Maschinengewehren und von so Typen in so Levi-Shirts und aber so Typen mit nochmal so drei Haarfarben. Ja, genau, auf den Zustürmen. Und Face-Tats. Ja, und man aber so dazwischen steht. Genial. Guckt ihr eigentlich die Joe Rogan Experience? Nope. Was ist das? Das ist so echt nicht? Ami-Podcast da, wo dieses Meme mit Elon Musk und DMT. Hast du uns das schon mal gefragt oder hat uns das nicht schon mal jemand gefragt, ob wir Seth Rogan kennen? Joe Rogan. Okay. Ich war das nicht, glaube ich. Ich habe den jetzt erst seit neuestem irgendwie im Feed und gucke mir das dann auch immer wieder an. Also der ist so ursprünglich mal Comedian gewesen, aber auch so ein MMA-Fighter und MMA-Kommentator oder UFC, ich weiß es gar nicht genau, aber eben auch Podcaster und hat jetzt irgendwie bei Spotify diesen 100-Millionen-Dollar-Deal für seinen Podcast. Ja, genau, das ist jetzt der erfolgreicher ist als Fest und Flauschig. Ja, genau, richtig, ja, der ist ja. Das. Und der ist so auf psychedelischen Drogen ist er total begeistert von und kifft natürlich auch viel und CBD auch super viel so Bro-Science wird da auch ganz viel bequatscht. Ja, ist auch so ein Amerikaner im klassischen Sinne, also oder? Also ja. Irgendwie dann mit Bernie Sanders, aber auch genau mit Elon Musk und so weiter und so fort. Ist bestimmt nicht uninteressant, aber irgendwie hat es dafür nie ausgereicht. Ich sehe das manchmal, wird es mir so vorgeschlagen und dann bin ich immer so, ach ja, gut. Ja, es ist viel zu viel, weil die Podcasts gehen immer so 3 Stunden. Ich gucke mir immer nur diese isolierten Bits an, die halt bei YouTube sozusagen dann angezeigt werden. Keine Ahnung, zum Beispiel, David Blaine war jetzt da und hat eben über seine heftigsten Zaubertricks erzählt, wie er da im Eis mal war und dann angefangen hat zu halluzinieren und so Sachen. Dann ist aber auch mal so ein Astronaut da gewesen, der erzählt hat, wie er so unter realen Bedingungen oder halbwegs realen Bedingungen im Ozean gelebt hat, um quasi eben so das zu simulieren, wie das da oben ist. Keine Ahnung, der ist halt, er selbst ist halt auch so ein war mal Veganer, jetzt ist aber gerade eben so ein, macht er so eine Jagddiät, das heißt, er isst nur das Fleisch, isst nur Fleisch und das Fleisch jagt er auch selber. Das ist super weird, aber es sind sehr interessante Leute auf jeden Fall immer mal wieder da. Aber Tim Kellner kennt ihr, oder? Ja. Ja, guckt ihr das? Der Love Priest. Ich finde das so crazy, dass das jetzt so im Rap-Mainstream, also ich habe es letzte bei Flair gesehen und dachte... Ja, genau, ich nämlich auch, deswegen habe ich es mir notiert. Kenne ich doch eigentlich so von meinen, ich gucke mir gerne so rechte YouTuber an irgendwie und guck mal, was da so passiert. Oh, da habe ich letztens wieder, auf jeden Fall, den habe ich, jetzt bei Flair gesehen irgendwie, ja. Und Max Cameo, den kennt ihr doch 100 Pro auch, ja, oder? Das ist dieser Zeig meine Hood oder so, ne? Den fand ich aber ganz cool. Ja, genau, richtig. Also irgendwie nicht unsympathisch. Oder gibt's da was? Glaube ich nicht. Der kommt bei mir aus der Ecke, da wo ich herkomme. Also der hat sein Studio ja in Altena oder in Unna, glaube ich, also im Sauerland. Und ich finde es eigentlich auch immer ganz interessant. Das, das Letzte, was ich geguckt habe, war, wo er in Köllenberg unterwegs war, da wo der Müll aus dem Fenster geschmissen wird und die Ratten so groß sind wie Hasen und so. Da hat mir so ein bisschen so die Substanz gefehlt. Also er könnte ein bisschen investigativer da noch rangehen. Krass fand ich auch, der hatte diesen Kevin Wolter zu Gast, diesen Ex-Bundeswehrsoldaten, der irgendwie in Afghanistan war und sich dann danach umbringen wollte und dann im Fitness sozusagen seine Erfüllung und seinen rettenden Anker gefunden hat. Und dann habe ich jetzt gesehen, der macht so ein Naturschutzprojekt, One Tribe heißt das irgendwie, und da kann man dann so ein Stammesmitglied werden, und der hat jetzt so ein Stück Wald gekauft da in Altena, und da kann man jetzt dann eben mit ihm zusammen sozusagen so eine Feuerstelle bauen und so eine Hütte errichten, dann kann man da zusammen sozusagen beieinander sein und irgendwie die Gemeinschaft genießen. Du bist ja richtig tief im YouTube-Sumpf, oder? Ja, es war ein heißer Sommer, da habe ich mich immer eingeschlossen, die Vorhänge runtergezogen und dann habe ich damit meine Nachmittage verbracht. Ja, ja, voll. Also es sind auch alles Sachen, die mir immer wieder angezeigt werden, aber ja, wo ich merke, ey, das ist zu viel, ich kann nicht so viel, ich kann das nicht alles, selbst wenn mich das interessiert, ich kann das nicht alles konsumieren. Ich bin überreizt, so. Das ist einfach zu viel Content, der täglich irgendwie rausgeballert wird.
Ja, bei mir ist es eher so, ich gucke mir das an, um wieder runterzukommen, wenn ich zu lange auf Twitter war oder auf Instagram oder was auch immer so. Dann gucke ich mir so eine Sachen an und irgendwie, weiß ich nicht, da ich habe keinen YouTube-Account in dem Sinne, das heißt, ich kann meine Meinung dazu eh nicht irgendwie verfassen, so, ich gucke mir das einfach an und dann gehe ich da auch wieder weg und dann ist es auch in Ordnung so. Ja, aber auch Twitter und Insta und alles ist einfach viel zu viel Müll, den ich mir gar nicht mehr, also der mir gar nichts bringt. Das sind so leere Informationen, die ich so aufnehme. So ein Strom an irgendwie Reizen, die eigentlich total sinnlos für mich sind, die mir überhaupt nichts bringen. Und ja, das ist irgendwie, das versuche ich Schritt für Schritt immer mehr abzulegen, so um mir das überhaupt alles reinzuziehen. Was machst du dann in der gewonnenen Zeit? Weiß nicht, lesen, spazieren, nachdenken, zocken, schreiben, irgendwie auch, ja, produktiver sein, irgendwie mehr bei mir sein auch. Also es ist schon erstaunlich, wie viel Zeit plötzlich frei wird. Und, aber das ist eigentlich geil, ist eigentlich ein geiles Gefühl, irgendwie, okay, ja, weiß ich nicht, ich habe jetzt plötzlich wieder Langeweile und aus der Langeweile entstehen aber wieder neue Ideen und Projekte irgendwie. Moritz schweigt. Ja, ich bin... Mann, das ist einfach eine Sucht. Das ist einfach Internetsucht. Also das ist wirklich voll... Ja, es ist so. Es das ist ein totales so, Thema bei mir. Und wenn ich nicht... Alter, wenn... Ich weiß nicht, wie viele Jahre meines Lebens ich schon mich damit verschwendet habe, mir einfach nur diesen ganzen Müll, diesen ganzen Trash und dieses dumme Gelaber und so im Internet reinzuziehen. Was ich da nicht schon alles hätte in der Zeit machen können, so. Was mir irgendwie viel mehr gebracht hätte. Aber gleichzeitig ist ja auch so, sich Unsinn angucken, das kann auch Self-Care sein, um mal noch so ein Buzzword der letzten Wochen irgendwie hier einzustreuen. Ja, wenn man wirklich Bock drauf hat, aber ja. wenn man dann auch merkt, okay, jetzt habe ich genug, jetzt bin ich satt, so, ich kann, also ich ziehe mir auch nach wie vor irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Drachenlord-Discord-Videos rein oder so, aber dann auch, dass ich, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich zwei geschaut, jetzt ist okay. So, und die Sucht ist ja dann eigentlich, ja, jetzt habe ich zwei geschaut, jetzt gucke ich mal noch hier und jetzt wird mir das noch angezeigt, jetzt gucke ich mal, was gibt's auf Insta Neues und dann kann ich auch mal wieder bei Twitter gucken und dann ist ruckzuck so ein Tag um und ist eigentlich nichts mehr passiert, als dass ich auf der Couch gelegen habe und irgendwie von einem Medium zum anderen geswitcht bin und dann mache ich irgendwann das Handy aus und mache dafür den Fernseher an. Und haben's oder und dann mache ich den Fernseher an und dann hole ich aber irgendwann das Handy dazu, weil nur Fernsehen allein ist langweilig. Second Screen, ja. Ja, und das ist halt, ey, das ist einfach wirklich ein Problem unserer Zeiten, unserer Generation, dass eine Suchtproblematik so, die man auch als solche benennen muss und eigentlich auch als solche angehen muss. Ja, definitiv. Ich kenne das auch, also gerade das, ich kenne dieses lustvolle mir Trash reinfahren irgendwie, das habe ich meistens, wenn ich einen vollen und produktiven Tag hatte irgendwie und so denke, ah geil, jetzt habe ich heute richtig was geleistet und am besten noch nicht die ganze Zeit Bildschirmzeit hatte irgendwie, sondern weiß ich nicht, draußen mal irgendwas, also auch schon lange her, dass ich draußen irgendwas machen musste, wo ich kein Handy bei hatte, aber so als Beispiel. Und dann irgendwie dieses mal so eine halbe Stunde das Internet leer zu gucken irgendwie, aber ja, wie... Aber das Einzige, was leer ist am Schluss, ist man selber. Ja, richtig, weil das Internet wird nie leer sein. Genau, ja. Du musst halt einfach den Exit-Punkt, aber ja, wie gesagt, ich kenne es ja von all meinen Süchten irgendwie, die ich habe oder hatte, das ist einigermaßen schwer und ich, also natürlich, also weiß ich nicht, ich kann es jetzt nur so richtig reell beim Kiffen und beim Rauchen irgendwie, die Sachen, wo ich wirklich süchtig nach war, da muss man einfach dann aufhören irgendwie oder hoffen, dass es langweilig wird, aber das ist halt im Internet schwierig. Ja, ich glaube, man kriegt das schon hin, irgendwie da so das Maß zu halten zwischen ich höre jetzt ganz auf und ich gehe richtig in die Sucht rein, aber ja, ist voll schwer. Ja. Man muss immer mal wieder, ich mache jetzt kurz Pause und denke mal nach, will ich eigentlich jetzt hier noch das weitergucken oder will ich eigentlich was anderes machen? Und auch, was auch so ein Ding ist, bei mir war das so eingespeichert als Entspannung. Also Internet ist entspannt. Ich komme von der Bühne runter, vom Auftritt. Jetzt entspanne ich mich erstmal. Handy raus und irgendwie im Internet rumgucken. Oder ich komme vom Festival nach Hause. Ich komme nach Hause und ich mache erstmal Fernseher an und Handy raus und jetzt den ganzen Tag Internet. Es ist aber nicht entspannt. Im Gegenteil, es ist diese Reize und dieses ständig neu irgendwie was aufnehmen, ist eigentlich totaler Stress.
So, und das, ja, weiß ich nicht, das merke ich dann immer richtig, wenn ich dann mal so kurz Pause mache. Ich bin überreizt, ich bin abgefüllt mit irgendwie irgendwelchen Eindrücken, die ich jetzt noch gar nicht, die ich erstmal auch noch sacken lassen muss und mal so drüber nachdenken will. Aber das ist irgendwie so ein unangenehmes Gefühl. Also gehe ich erstmal schnell wieder ans Handy ran, weil das macht auch so schön taub. Also wenn ich so in diesem Strom drin bin, dann ist mir nicht kalt, dann ist mir nicht warm, dann habe ich keinen Hunger, keinen Durst und spüre einfach nichts mehr. Und dann kann ich das ewig machen und fühle mich einfach nicht mehr. Und das ist dann aber im Zweifel angenehm. Ja, ist richtig gruselig, kenne ich dieses Gefühl von so Taubheit. Also so eine positive Taubheit irgendwie. Ja. Deswegen, wenn ihr diesen Podcast jetzt bis hierhin gehört habt, dann macht doch einfach mal aus und irgendwas Schönes ohne Internet. Ja. Ja, finde ich gut. Ne? Ja. Insofern, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.